Hallo YouTube, heute stelle ich euch mal einen Oxidator vor. Viele von euch fragen sich sicherlich, was sind Oxidatoren? Also der Mini-Oxidator hier besteht aus einem Glasbehälter und einem Keramiktopf. In dem Glasbehälter befindet sich Wasserstoffperoxid und ein Katalysatorsteinchen. In dem Glasbehälter kommt es zu einer chemischen Reaktion und es entsteht Wasser und radikaler Sauerstoff. Der radikale Sauerstoff hat natürlich ein Bestreben, sich zu binden. Das tut er hier im Aquarium mit organischen Stoffen und wandelt sich so zu Sauerstoff. Diese organischen Stoffe sind nach der Reaktion neutralisiert und belasten das Wasser somit nicht mehr. Durch dieses recht simple Verfahren erreicht man eine Verringerung der Keimdichte im Aquarium und erhöht außerdem noch den Sauerstoffgehalt. Wasserstoffperoxid ist eine giftige Substanz für Pflanzen und Tiere. Da es sich hier aber um einen auslaufsicheren Behälter handelt, sehe ich dort keine weiteren negativen Aspekte. Hier also der Mini-Oxidator in der Originalverpackung. Was man noch sagen kann, ist, dass eine wirksame Verminderung der Keimdichte im Aquarium eigentlich nur mittels einer UV-Lampe oder mit Hilfe von Wasserstoffsuperoxid erreicht werden kann. Den Wasserstoffperoxid gibt es im Fachhandel als 4,9 oder 6%ige Lösung. Mit destilliertem Wasser kann man sich das zu Hause auch selbst verdünnen. Vor Inbetriebnahme natürlich die Bedienungsanleitung genau studieren. Ein Muss ist die Nutzung eines Mini-Oxidators definitiv nicht. Aber wer sich unsicher ist, kann ihn ruhigen Gewissens ins Aquarium stellen. Speziell für kleinere Becken mit 20 bis 54 Litern gibt es immer wieder Situationen, wo ein Oxidator durchaus Sinn macht. Im Sommer zum Beispiel ist fehlender Sauerstoff einer der Hauptgründe, warum Zwerggarnelen innerhalb kürzester Zeit sterben. Der Katalysatorstein verbraucht sich bei dieser chemischen Reaktion nicht. Man kann ihn also dauerhaft wiederverwenden. Den Ersatzstein am besten sicher wegpacken, falls man doch mal Ersatz benötigt. Folgendes Szenario: Du hast eine defekte Pumpe im Aquarium. Der Oxidator gleicht auch hier den fehlenden Sauerstoff aus und der radikale Sauerstoff senkt die Keimdichte, solange bis du eine neue Pumpe im Aquarium eingesetzt hast. Der Oxidator kann hier durch die Verringerung der Keimdichte dafür sorgen, dass das Immunsystem der Zwerggarnelen weniger mit Keimen beschäftigt ist und somit den fremden Bakterien im Becken mehr Aufmerksamkeit schenken kann. Sobald das Wasserstoffperoxid in das Glasbehältnis gefüllt wurde, beginnt gleich die chemische Reaktion. Handschuhe müsst ihr bei der ganzen Prozedur nicht tragen, sieht aber eindeutig professioneller aus. Das H2O2 wird also ins Glasbehältnis eingefüllt, genau bis zum Knick. Ein bisschen Luft müsst ihr nach oben hin lassen. Mit der Verschlusskappe wird das Glas nun fest verschlossen, den Keramiktopf überstülpen, umdrehen und fertig. Was passiert jetzt aber genau in dem Glasbehälter? Durch den Katalysatorstein wird von dem H2O2 ein locker gebundenes Sauerstoffatom gelöst und löst dadurch einen Druck im Behälter aus. Dieser Druck sorgt dafür, dass die Flüssigkeit aus dem dafür vorgesehenen Loch des Glasbehälters austreten kann. Die Flüssigkeit, die hier durch austritt und den Weg durch den Keramikbehälter findet, wird hier nun versenkt und aufgespaltet in Wasser und reinem Sauerstoff. Nun kann der einsatzbereite Mini-Oxidator im Aquarium eingesetzt werden. Hier sieht man gut, wie das Wasserstoffperoxid nach einiger Zeit schon gut aufgebraucht ist. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal.